Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizon. Gestern haben wir da was gemacht? Nee, ne? Ah, doch. Doch, doch, wir haben ja meinen Geburtstag gefeiert. Ja, sehr schön. Ja, heute müssen wir mal gucken. Ich habe heute nichts geplant, was wir machen könnten. Ne? Müssen wir mal ein bisschen herumlaufen, mal schauen. Gleich fangen wir ein paar Fische oder so. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist der 8. April. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Oh, hat vielleicht jemand gestern die Talkshow gesehen? Im Fernsehen? Ihr wisst schon. Die Gäste sind ganz interessant, aber die Gastgeber sind solche Plaudertaschen. Sie reden und reden. Und reden. Ach du liebe Zeit, da rede ich wieder mal nur übers Fernsehen. Tut mir leid. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Meinen Arm woanders hinlegen, mit der gemütlicher liegt. So, okay. Rüben. Die hier liegt hier damit, die verfault, damit ich irgendwann mal eine Fliege fangen kann. Ach, wir haben Post bekommen. Mal gucken. Sam. Happy Birthday. Oh, danke schön. In die Tasche. So, was ist es denn? Was ist es? Ich bin gespannt. Ein Wäscheständer. Habe ich doch schon. Mann. Soll ich denn mit einem Wäscheständer? Okay, den muss ich verkaufen. Oder hat der ein eigenes Design? Das können wir uns mal eben angucken. Da waren Dingsybums. Mach ich gleich. Aber erstmal platzieren. Ach, das ist so einer. Oh Gott, der ist hässlich. Der ist hässlich. So, hier ist das Loch. Und Fossil? Nein, Ei. Ach Mann, ey. Habe ich mir eigentlich eine Schleuder gemacht? Ja, habe ich. Gut. Es gibt ja zurzeit auch dieses Kirsch-Dings, ne? Kirsch-Event. Ich wusste gar nicht, dass das ein eigenes Event ist. Oh, Holznachttisch. Oh, cool. Ja, es gibt, glaube ich, 14 Rezepte für Kirschblüten und sowas. Und die fliegen auch immer oben herum. Und ja, ich glaube, das Event werde ich nicht mehr schaffen bis zum 10. alle Rezepte. Ich wusste auch gar nicht, dass das so ein großes Event ist. Weil gleichzeitig mit dem Oster-Event ist das schon irgendwie, ja, heftig. Vor allem, da muss man auch so viele Luftballons abschießen. 99 Luftballons. Ich habe Unkraut, weg mit dir. Wir springen ja rüber. Ja, Geldstein könnte ich auch nachgucken. Aber ich habe eigentlich keine Lust, wenn das hier ein normaler Stein ist. Mal schauen. Oh, ist ein normaler Stein. Schade. Schade, schade. Ja. Oh, gestern Abend habe ich Spider-Man noch geschaut. Super, ne? Super, super. Das war mein Geburtstag. Wunderschön. So schön wie ich. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ja, die Muscheln sammeln wir hier noch alle. Das hier kann ich eigentlich mal drehen, oder? Komm, ich dreh dich mal. So. Hier haben wir noch ein Rezept. Das haben wir wahrscheinlich auch, weil wir eh schon alle haben. Türkranz haben wir. Wie viel kriegt man eigentlich für solche Rezepte, wenn ich die verkaufe? Das wäre auch noch gut zu wissen. Weil irgendwann häuft sich nämlich alles, gefühlt. Oh, ich habe echt keinen Bock, die Blumen immer zu gießen. Das macht am wenigsten Spaß, tatsächlich. Gut, hier haben wir schon mal 4 dieser Blumen. Die anderen funktionieren irgendwie gefühlt nicht. So wie hier. Die funktionieren auch irgendwie nie. Wir gehen aber erst verkaufen. Ja, hier mit dem Weg ist das ein bisschen ärgerlich. Aber kann man nichts machen. So, hallo. Ja.
Boah, ist das hässlich. Alter, ihr habt nur hässliche Sachen, darf ich das mal sagen? Nepp und Schlepp. Das kann's doch wohl nicht sein. Ein Wasserspender. Bah. Oh, hier haben wir einen Messerblock. 1200 für einen Messerblock. Nee, 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 nee. Und das Geschirr kostet dann ein bisschen weniger, oder was? Ja. Okay. Okay. Was habt ihr hier? Zeig mal her. Hier habt ihr nichts Schönes. Gibt's eigentlich neue Rezepte? Nee, auch nicht. Auch nicht, ey. Was mache ich nur mit euch, ey? Mann. Was ist denn der Rübenpreis? 56. Oh Gott, ey, ich will was verkaufen. 56. Mann, Riesenmuscheln behalte ich. Geschirrset. Und das kann auch weg. Die Geschirrspülten behalte ich auch mal. 11.000, Dankeschön. Danke und tschüss. Auf dem Campingplatz war niemand, ne? Hätte auch Melinda, glaube ich, gesagt. Ja. Oh, da war noch was. Egal, ich guck mal eben den Nachtisch an. Süß. Was ist denn hier? Täglich grüßt Muschelsammer. Aha. 2000. Super. Super. Ja, okay, dann lass mal gucken, wer zu Hause ist. Den Springbrunnen muss ich noch irgendwie umplatzieren, der passt da noch nicht so hin. So, wer ist denn hier? Ach, Jessie war hier, genau. Vielleicht ist sie an der Werkbank, wäre ganz cool. Nee. Der Tachi. Oh, ach Menno, fühle ich mich elend. Hätte ich doch nur etwas Medizin, Fieb. Okay, ich bringe ihr mal Medizin. Ihr geht's nicht gut, Leute. Das ist der erste Krankenfall, glaube ich. Dr. Moritz ist unterwegs. Oh. Dr. Moritz lenkt sich erstmal ab. Ne? Weil ein Erdei ist nämlich viel, viel wichtiger als Jesse. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Ach Mann. Ich brauche Medizin. Ich kaufe Medizin, weil ich keine Lust habe, gerade was zu craften. Yay. Moritz der Gähner. Ja, so dürft ihr mich ruhig nennen. So dürft ihr mich nennen. Auch aktuell ist echt schönes Wetter draußen, ne? Ich bin zwar eher der Fan von Regen und Schnee, aber so Sonne, so ab und zu mal, ist auch in Ordnung. Aber wenn es zu warm wird, ne, dann werde ich böse. Ich hasse Wärme. Zumindest wenn ich zu Hause in Deutschland bin und nicht am Strand oder so. So, Jesse, ich hab was für dich. Ich hab hier Medizin. Oh, wow, damit bin ich wieder Rückzug hier auf den Damm. Guck mal, die freut sich eigentlich jetzt schon, ne? Tada! Ich fühle mich schon besser, aber vielleicht bleibe ich lieber noch im Bett und lese oder zocke was. Dank dir, Moritz, stecke ich nun wieder voller Energie statt voller Balambi. Hier eine Campusjacke. Ich hoffe, sie gefällt dir. Dankeschön. Zeig mal her. Soll ich die heute tragen, Jessie, ja? Okay, dann trage ich die heute. Nur für dich. So, gut, hätten wir das erste schon mal hier erledigt. Ich möchte eigentlich ganz gerne meinen Kopf sehen. Stört mich ein wenig. So, den Rock, ne?
Oh, guck mal, da ist noch was. Oh ne, ich habe keinen Schaufel oder was. Rast aus. Hast du eine Werkbank-Koala? Ich hoffe, du hast eine Werkbank. Für mich. Für mich. Oh. Hallo, schau mal, ich mach was Tolles. Was denn? Kartonbett. Oh. Kartonbett. Hört sich interessant an. Würde ich mal ganz gern sehen. Dankeschön. Alter Schwede, Moritz. Geht nicht so viel, danke. Ein Kartonbett. Zeig mal her. Da bin ich jetzt echt gespannt. Okay. Sehr schön. Und jetzt? Ich will plaudern. Ja. Ja, okay, tschüss. Ja, hast wohl zu spät tschüss gesagt, Koala. Du hast dich nur umgedreht. Das fand ich schon ein bisschen unfreundlich von Ihnen. Oder oben ist die Stelle. Ach ja, den Aufgang wollte ich machen, ne? Also machen wir dann morgen oder. Ach man, ich hab kein. Ich hab kein Dings. Wie, du bist weg. Nee. Und hopp. Was war das da oben? Habe ich mir eingebildet. Okay, habe ich mir eingebildet. Das Zelt muss da noch weg. Und sonst ist hier gar nichts, ne? Nee. Okay. Dann springen wir mal einmal hier rüber. Wir holen uns mal kurz hier Dings, ne? Mein Ticket. Blumengießen mache ich offscreen. Oh. Wer bist du denn? Hey, grüß dich. Ah, ein neues Gesicht. Sehr erfreut, der Herr. Schubert heiße ich. Hast's ja sicher schon gesehen, aber bei mir gibt's Schuhe, Strümpfe und Taschen. Ich komme einmal pro Woche hier vorbei. Würde mich schwer freuen, dich da mal zu sehen. Echt jetzt? Na, magst du mal in mein feines Sortiment heute reinschnuppern? Die sehen cool aus. Hier, bitteschön. Die sind echt cool aus. Die hätte ich auch ganz gern. Und bei den Taschen gucken wir noch eben vorbei. Simmerlauch, sagt der, sagt, der spricht mich an. Gekauft. Sehr gut. Boah, ich find's im realen Leben, ne? Ich mag irgendwie Rucksäcke nicht so. Also ich finde irgendwie nie irgendeinen schönen Rucksack, den ich auch mag. So wie Jacken. Ja, also so Regenjacken, ja? Ich finde Regenjacken auch so schlimm, ey. Keine Ahnung wieso, aber irgendwie habe ich da eine Phobie. Komm, die trage ich, die sind cool. Geil. Geil, 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 geil. Ja, den Wanderrucksack aber nicht. Ja, hallo, hallo. Genau, gib mir ein paar Medaillen, Meilen. Wir machen heute nur einmal ein Ticket, ja? Ja, machen wir nur eins. Und ich sollte vielleicht eine Schaufel basteln. Was brauche ich denn für eine Schaufel nochmal? Das Hartholz? Das herstellen. Güm, einmal hoch. Ich brauche Hartholz, tatsächlich Hartholz. Okay. Eine Axt habe ich natürlich nicht mit. Ach Mann, ey. Ach, da kaufen wir uns mit nur mal, falls da viele Kreuze sind. Ja, so einfach ist das. So, da hätten wir auch noch ein Dings. Warte, das Nashorn ist sauer. Nee, es macht sauber. Okay. Ich
Pamela, müsst ihr endlich ausziehen, bitte? Oh, schade. Ich hab sie jeden Tag geärgert, ja? Die will nicht weggehen. Die will nicht weg. So, Herr Bodo. Ich möchte fliegen. Ja. Mein Ticket. Auf geht's. Ich hab schon wieder Hunger. Schon, was heißt schon wieder? Ich hab seit 11 Stunden nichts gegessen. Also Start klar, okay, dann guten Flug. So, bitte eine Insel, wo ein guter Bewohner ist. Ein interessanter vor allem. Okay, hier hätte ich eh keine Lust gehabt, alles umzukrempeln, weil hier ist ja alles voll mit Dingern. Lagerfeuer, ich sehe noch kein Lagerfeuer. Oh nein. Es ist keine Insel mit einem Bewohner. Oh nee. Es ist ja hier ein Prank, ey. Das kann doch nicht sein, oder? Ach Mann. Wieso hasst mich Animal Crossing? Ich hatte auch noch nie im Leben diese Spinneninsel, ja? Ich glaube, das Spiel hasst mich einfach. Es hasst mich. Baumstamm, Esstisch habe ich bestimmt schon. Nee, habe ich nicht. Ach man, ey. Was soll das denn? Animal Crossing, Mann, ich werde hier nur ganz verrückt. Nervt mich das. Das nervt mich hier schon wieder, ey. Ey, fliegen wir zurück, bitte. Ja, zurückfliegen. Los geht's. Mann, ey, was soll das denn? Ich verstehe es nicht. Ich understand ich. Ich nicht verstehe. Dodger und Udo, ihr seid blöd. Blöd. Ja, was heißt? Okay, wir machen nochmal ein Ticket. Alter, wieso gähne ich jetzt so viel? Ich weiß es nicht. Obwohl, ich konnte nicht ausschlafen, weil mich irgendjemand angerufen hat. Ja, morgens früh. Und dann war eigentlich schon vorbei bei mir. Mein Tag ist gelaufen, Leute. Mein Tag ist gelaufen. Hier, mein Ticket bitte. Einlösen. Sehr gut. Mein Ticket wurde gedruckt. Danke. Nee, danke. Abbrechen, danke. Tschüss, ihr beiden da hinten. Okay, die interessieren sich nicht für mich. Okay. Dann auf zu. Dodo und Frodo. Sie hätten den Dodo und Frodo nennen sollen. Ja. So, hallo. Oh, ein Kunde. Hey, wie kann ich denn behilflich sein? Scheint übrigens ein Main-Ticket zu haben. Ich weiß. Boah, kann man das nicht irgendwie schneller machen? Ist ja hier. Nervig, so Hotkeys, ey. Zum Beispiel gehst du zum Dodo und drückst X und dann fliegst du direkt los, ey. Mann, dieses Gelaber hier. Ja, hallo, kaum zu glauben, aber Flug ist vorbei. Ja, ich sehe schon. So, Bewohner, bitte. Bitte ein Bewohner. Okay, ich lasse mich überraschen, was oben ist. Ich bin gespannt. Ich guck mal eben den Schrank ab. Vielleicht ist hier nämlich eine Flaschenpost. Ne, ist sie nicht.
wenn hier oben keiner ist, ne? Oder vielleicht haben wir doch irgendwas am Campingplatz. Deswegen ist hier niemand. Ach, hier ist echt niemand, oder was? Och, Mann. Mann, was ist das denn hier? Okay, ich glaube, wir haben jemanden auf dem Campingplatz und ich hab's nicht gescheckt. Hab's, glaube ich, nicht gescheckt. Ich hab's nicht mal bemerkt. Nicht mal gemerkt. Alle meine Freunde fragen, was ich hier mache. Weil ich verwirrt bin. Verwirrt. Okay, dann gucken wir jetzt halt auf den Campingplatz, ja? Haben 4000 Tickets, Meilen in den Sand gesetzt. Das heißt, jemand muss auf dem Campingdings sein. Wenn nicht, dann bin ich aber weg. Dann bin ich aber sofort weg. So, Schwungstab. Dann renne ich mal. Und hopp. Da war noch eine Pfirsiche, die sammle ich mal ein. So, ist hier wer? Hier ist niemand. Ich wurde verarscht vom Spiel, Leute. Ne, das nehme ich nicht hin. Ich streike jetzt. Wir sehen uns morgen wieder. Rechts ist die Playlist, links ist das neueste Video. Ich streike, das geht so gar nicht. Oh. Wir waren ja noch gleich in der Schneiderei. Ich kann doch gar nicht streiken. Ich muss erst noch in die Schneiderei mit Sina reden. Da haben wir aber Glück gehabt. So, hopp. Hoppi doppi. Und rein da. Guten Tag, Sina und Dina. Da haben wir einen Kunden. Okay, sehr, sehr interessant. So, hallo. Wir hatten schon einmal woanders eine Schneiderei, die uns unsere Eltern hinterlassen hatten. Aber da ging Mina auf Reisen und auch alle unsere Freunde zogen weg, um neue Sachen auszuprobieren. Deshalb haben auch wir uns einen Neustart angetan. Und so sind wir auf dieser wirklich wunderschönen Insel gelandet. Ja, es war definitiv die richtige Entscheidung, herzukommen. Hier passt alles, allein die Landschaft und die vielen netten Leute. Aber manchmal vermisse ich auch unseren alten Laden, muss ich zugeben. Geht mir auch so. Wir hatten den alten Laden ja ziemlich lang. Da hängen viele Erinnerungen dran. Nun ja, es gibt ja ihn ja noch. Bevor wir in einer Flut von Nostalgie ertrinken, können wir ja hinreisen. So schlimm wird die Sehnsucht aber nicht werden. Außerdem, was jetzt zählt, ist diese Schneiderei hier. Damit rüst du den Nagel auf den Kopf, Schwesterchen. Lass uns weiter hart arbeiten. So ist sie, unsere Tina. Das Motto ohne Fleiß, kein Preis, stand bei ihr schon immer hoch im Kurs. Mit dem alten Land, ja, das ist halt eine zweischneidige Angelegenheit. Wird es auch immer bleiben. Aber ich bin definitiv froh, dass wir jetzt hier auf der Insel sind. Es hat uns enger zusammengeschweißt. Okay. Hallo. Welch seltsamer Ort, um ein bekanntes Gesicht zu erblicken. Lass uns quatschen. Entschuldigung, nein. Ich will nur Kleidung kaufen. Ich bin kein Angestellter. Sorry. So, zeig mal her, was hast. Imponierjacke. Die sieht echt cool aus. Sind das Elfen? Prinzentunika? Achso, diese Tunikas wieder. Sehr interessant, was sie hier heute bieten. Stülpen-Overall. Oh Gott, ey. So ein. Aber das finde ich eigentlich. Oh, eine Wrestling-Dings, okay. Was ist das denn hier? Achso, und unten der Bart. Ja. Hier Derby-Schuhe, okay. Sehr interessante Sachen hier heute. Aber ich glaube nichts, was ich gerne haben möchte, ne? Nee. Okay, Leute, das war's mit dem Part. Rechts ist die Playlist und links kommt ihr zum neuesten Video und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.